Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören. Was glauben Sie, wie viele Nullen hat die Zahl 100.000? 6. Ah, nicht ganz. Warte mal, 100.000, Sekunde mal, 7. Mit 100.000 Euro ist man schon Millionär, oder? Das kann man laut sagen. Was glaubt ihr, wie viele Nullen hat 100.000? 6. Nee, 5 Nullen. 5 oder 6, Junge. Was? So hängen die. Einige mal uns auf 5,5. Ach, Scheiße, Schule ist lange her. Was glaubt ihr, was ist schwerer? 10 Kilo Federn oder 10 Kilo Stein? Stein? Weil Stein einfach mehr wiegt. Wissen Sie, wie viele Seiten ein Dreieck hat? Ach, da habe ich gar keinen Sinn dafür für sowas. Wisst ihr, die junge Frau auch, die auch noch besser kann. Fanden Sie Bruchrechnen? Bruchrechnen, ja. Also wenn man das System begriffen hat, war das doch okay. Ja. Gibt es auch beim Skifahren? Beim Skifahren. Da muss man ja auch immer mit einem Bruch rechnen. Genau, richtig. Wisst ihr, was ist ein Dutzend? Ein Dutzend? Zwei. Zwei? Nee. Was ist ein Dutzend? Ich glaube, mehr als Millionen. Nein, so über 2.000, 3.000. So ein Dutzend. Also ich habe schon mal ein Dutzend Äpfel gekauft im Supermarkt. Ja. Was glaubt ihr, wie viel waren das dann? Kommt drauf an, wie viel sie essen. 12. Wirklich? Ja. Also ein Apfel ist jetzt ein Dutzend. Dutzend. Also das heißt es eins, oder was? Nein, also ein Dutzend Äpfel sind 12 Äpfel. Ah, okay. Der FFH-Dummfrager. Die neueste Folge immer dienstags in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.